Ey, Cola, hast du das gerade mit dem geparkten Bär mitbekommen? Was? Nö. Ha, zu nichts zu gebrauchen, olle Pendrossel der. Vogli, Vogli! Schnell herbei mit dir, ich brauche dich! Da bin ich schon, Gott! Was gibt es denn? Erzähl, erzähl! Ja, hast du das denn gerade nicht mitbekommen? Der Gepardenbär ist Drache Draco aus dem Paradies rausgefolgt. Ja, da und? Wo ist denn das Problem? Ist doch schön, wenn der Gepardenbär einen neuen Freund gefunden hat. Das ist doch toll, oder nicht? Nun, ich wittere da keine Freundschaft, sondern Gefahr. Meinst du das wirklich? Ja, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du fliegst den beiden hinterher und passt auf den Gepardenbär auf. Aber unentdeckt. Ich glaube nämlich, dass Draco jetzt was mit der Schlange zu tun hat. Alles klar. Kannst du auf mich verlassen. Und wenn ich was weiß, werde ich mich bei dir melden. Alles klar. Na dann los, mein Freund. Und viel Glück, du wirst es brauchen. Ach, das wird schon. Jetzt ist er schon wieder weg. Dabei muss ich doch wissen, in welche Richtung der Gepardenbär mit Draco gegangen ist. Hey, da kommt ja Stefanie. Dann frag ich die mal. Hallo Vogli, na, wie geht's? Ist jetzt noch gut, aber ich habe ein Problem. Ich suche den Gepardenbär. Ja, den habe ich gerade auch gesehen. Das ist ja super. Und in welche Richtung ist er gegangen? Ja, also so von da, wo ich gerade hergekommen bin. Weißt du? Ah, Supi, danke dir. Da muss ja auch mal los. Ich erzähle dir beim nächsten Mal alles. Also wirklich, immer diese Hetze. Das wäre nichts für mich. Ich mache mir heute lieber einen schönen, ruhigen Tag in der Sonne. So, jetzt sind wir gleich da. Wie versprochen, an der Ruine. Ich sage dann der Schlange eben Bescheid, dass du jetzt da bist. Sie wird sich freuen. Meinst du? Ja, natürlich. Vertrau mir, mein Freund. Na, wenn du das sagst. Oh Gott, auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Aber es geht ja um Freundschaft. Da wird dann schon alles gut gehen. Hoffe ich zumindest. Aha, da ist er ja, mein Freund. Hallo. Oh, so schüchtern. Wie süß. Tut mir leid, aber... Was? Keine falsche Scheu. Ich fress dich schon nicht auf. Ich hatte zum Frühstück schon reichlich. Ja, sehr nett von dir. Ja, nicht wahr? Nun, weißt du, ich habe gehört, dass Gott dich vergessen hat und dir keinen Freund und keine Partnerin gemacht hat. Aber ich möchte dein Freund sein. Wirklich? Ja. Doch dafür verlange ich etwas. Ein Beweis dafür, dass ich dir trauen kann. Ja gut, und welchen? Pass auf, hier in der Nähe leben Menschen. Und dort wirst du die Sparkasse überfallen. Was? Ja, ja. Du wirst das Geld stehlen? Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Doch, ist es. Und dann bringst du das Geld zu mir. Dann sehe ich, dass du wahrhaft ein Freund bist. Und dann hast du die Mutprobe bestanden. Und dann sind wir Freunde und können den ganzen Tag was machen. Na gut, wenn das wirklich sein muss. Ja, es muss sein. Gleich morgen wirst du das machen. Und dann sehen wir weiter. Na gut, dann erstmal danke und bis morgen, ja? So, dann muss ich jetzt aber wieder nach Hause. Tschüss dann. Was? Nein, du bleibst hier. Du gehst nicht mehr zurück ins Paradies. Hier bist du besser aufgehoben. Hier
habe ich dich im Blick. Bleib hier, schlafe hier und morgen geht's los. Vertraue mir. Gute Nacht dann. Schlaf jetzt, du wirst den Schlaf brauchen. Also, das wird mir immer suspekter. Aber, na gut, dann lege ich mich hier hin. Ich bin ja auch schon müde. Also dann, gute Nacht. Hey! Psst! Gepardenbär! Hallo! Hallo! Wach doch auf! Hallo! Na toll! Der schläft wie ein Toter. Den kriege ich einfach nicht wach. Ja, das war ja jetzt was. Der Gepardenbär soll bei den Menschen die Stadtsparkasse ausrauben? Was soll das denn für eine Mutprobe sein? Noch dazu für eine Freundschaft. Dann hatte Gott ja doch recht mit der Gefahr. Ja, wenn der Gepardenbär das durchzieht, dann kriegt er bestimmt eine Menge Ärger. So weit darf es nicht kommen. Ich muss morgen aufpassen. Ich tief geschlafen. Mann. Ich glaube, ich habe so tief geschlafen, mich hätte noch nicht mal ein Erdbeben wecken können. Nanu, wo bin ich denn hier? Ach ja, an der Ruine. Die Schlange. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss ja jetzt das Geld klauen gehen. Auch wenn ich es ungern mache. Na, dann will ich mal los. Ja, toll. Der Gepardenbär ist noch da und... Moment mal. So ein Mist. Ich hab verschlafen. Der ist ja schon weg. Hoffentlich hole ich den Gepardenbär noch rechtzeitig ein. Oh je, Mini. Na, das kann ja was werden. Oh Gott. Oh Gott. Na dann. Sofort die Verfolgung aufnehmen. Achtung, ich komme. So, jetzt bin ich schon mal in der Stadt. Und da ist auch die Stadtsparkasse. Na, dann will ich's mal machen. Schnell hinter mir bringen. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, ich hätte einmal gerne das Geld. Ja, wie? Wie stellen Sie es das vor? Ja, los, geben Sie es schon her. Nein! Hey, was machst du da? Bleib mal stehen, komm mal her jetzt hier. Wer, ich? Komm mal her, das ist jetzt hier kein Mozart 68. Also, was hast du da gemacht? Warum machst du das? Ja, ich hab das Geld geklaut. Ja, mal, das kannst du doch nicht einfach machen. Nimm mal, das steht den Leuten zu, ja? Bring ich jetzt zu der Polizei, mal gucken, was die sagen würden. Ja, aber die Schlange hat gesagt, ich soll das Geld klauen. Na, das werden wir gleich mal sehen. Mal gucken, was die Polizei dazu sagt. Das kann doch nicht so sein, dass ihr hier einfach die Leute ausraubt. Das gibt jetzt richtig Ärger. Komm mal mit, du. Gekommen. Und das, obwohl ich Gott versprochen hatte, auf den Gepardenbären aufzupassen. Also, das wird doch ein böses Ende nehmen, so wie es jetzt aussieht. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich brauche Hilfe und einen guten Plan. Jetzt bräuchte ich unbedingt Gott. Der hätte bestimmt eine Idee. Gott, da bist du ja! Ja, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich habe einen Plan, der funktionieren könnte. Aber dafür musst du den Gepardenbär irgendwie aus dem Gefängnis holen. Dann müsst ihr zur Ruine der Schlange eilen und euch da irgendwo verstecken. Vertrau mir, alles wird gut. Ja, wenn du das sagst. Also dann, bis nachher.
mal versuchen, den Geparden-Bär aus dem Gefängnis zu kriegen.